Hier ist ein Merkblatt für euch im Verfahren wegen Sorgerecht und Umgangsrecht vom Amtsgericht Pankow-Weißensee aus Berlin, das ich damals bekommen habe. Ich arbeite jetzt in Freiburg, aber wie gesagt in Weißensee. 20 Punkte, was sich Kinder wünschen. Liebe Mama und lieber Papa, vergesst nie, ich bin das Kind von euch beiden. Ich bin zwar die meiste Zeit bei dem einen Elternteil, aber der andere, der ist für mich genauso wichtig. Zweitens, fragt mich nicht, wen ich von euch beiden lieber mag. Ich habe euch beide gleich lieb. Macht den anderen also nicht schlecht von mir, denn es tut mir weh. Punkt 3. Helf mir oder hilf mir, zum anderen Elternteil auch Kontakt zu haben. Wähle für mich die Telefonnummer. Gib mir die Adresse. Besorge für mich ein kleines Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag, das ich machen kann. Viertens. Redet miteinander wie erwachsene Menschen, aber redet und benutzt mich nicht als Boten zwischen euch. Besonders nicht für die Botschaften, die den anderen traurig oder wütend machen. 5. Sei nicht traurig, wenn ich zum anderen gehe. Ich weiß, wenn ich weggehe, ja, dann sollst du nicht denken, dass es mir in den nächsten Tagen schlecht geht. Am liebsten würde ich ja immer bei euch beiden sein, aber ich kann mich ja nicht in Stücke zerreißen. Ja, nur weil ich eure Familie, weil die auseinandergerissen ist. 6. Plant nie etwas für die Zeit an, die eigentlich dem anderen Elternteil gehört. Ein Teil meiner Zeit gehört meiner Mutter und der andere Teil gehört meinem Vater. Haltet euch konsequent daran. Seid nie böse oder enttäuscht, wenn ich beim anderen bin und mich nicht melde. Ich habe jetzt 2 zu Hause. Die muss ich gut auseinanderhalten, sonst kenne ich mich mit meinem ganzen Leben überhaupt nicht mehr aus. 8. Gebt mich nicht wie ein Paket vor der Tür des anderen ab. Bittet den anderen für einen kurzen Moment rein oder redet darüber, wie ihr mein schwierigeres Leben einfach ein bisschen leichter gestalten könnt. Ja? Wenn ich abgeholt und gebracht werde, gibt es einen kurzen Moment, in dem ich euch beide habe. Zerstört es bitte nicht. Ich muss schon sagen, es macht mich immer ein bisschen sentimental. Also, Nummer 9. Lasst mich vom Kindergarten oder von Freunden abholen, wenn ihr den Anblick des anderen nicht ertragen könnt. Punkt 10. Streitet nicht von mir. Seid wenigstens so höflich, ja, wie es den anderen Menschen seid und wie ihr euch auch gerne, wie es von euch verlangt wird, ja. 11. Und die Punkte werden nicht reichen. Erzählt mir nichts von Dingen, die ich noch nicht verstehe. Sprecht aber mit anderen Erwachsenen, aber bitte nicht mit mir. Punkt Nummer 12. Lasst mich meine Freunde zu beiden von euch mitbringen. Ich wünsche mir ja, dass sie meine Mutter und meinen Vater kennenlernen und die das toll finden. 13. Einigt euch fair über das Geld. Ich möchte nicht, dass einer von euch viel Geld hat und der andere hat ganz wenig. Es soll euch beiden gut gehen und das wünsche ich mir. Versucht nicht, mich für eine Wette zu verwöhnen. So viel Schokolade kann ich nämlich gar nicht essen, so wie ich euch lieb habe. Das sind noch ein paar andere Punkte. Den Link schicke ich euch einfach schön aus der Sicht eines Kindes.